Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 25. September 2017? Es ist gerade eine zunehmende Mondphase. Mond bewegt sich im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze, aber erreicht die Tierkreiszeichen Schütze und wirkt natürlich diese Mondenergie. Mond hat eine Verbindung zum Schlangenträger. Dieser Schlangenträger ist ein Sternbild im Himmel, befindet sich auch im Bereich Ekliptik, wo sich die 12 Tierkreiszeichen befinden. Man könnte auch sagen, der Schlangenträger könnte theoretisch die 13. Tierkreiszeichen sein, aber wir betrachten nicht als Tierkreiszeichen, aber ein Sternbild im Himmel. Und dieser Schlangenträger wirkt auf unserem heutigen Tag, besonders ein Stern von diesem Sternbild Yet Prior. Und dieser Yet Prior ist nichts anderes als die linke Hand der Schlangenträger. Und das bedeutet Handlungen, Entscheidungen. Allerdings, die chinesischen Astronomen, Astrologen betrachten diesen Stern Yet Prior als ein Mauer, was ein Hinweis ist, es sind noch Hindernisse da oder es ist noch nicht sichtbar. Trotzdem sind die Handlungen wichtig und hierbei diese Entscheidungen ist auch zum Berücksichtigen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, so wie der Schlangenträger auch die richtige Entscheidung getroffen hat, wo das Kind gerettet hat von diesem Honigtopf, mindestens mal so beschreibt die Mythologie, weil hier bei der Schlangenträger handelt sich nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt. Also das ist ein Hinweis, besonders natürlich für die Schützengeborenen, gut überlegen, achtsam sein und die richtigen Entscheidungen treffen. Die richtige Handlung ist es wichtig, auch wenn dein Mauer noch da steht. Diese Hindernisse sollten wir überwinden. Die Scheinbewegung der Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Es gibt einen Stern, was unsere Sonne beeinflusst und dieser Stern heißt Daniach. Und dieser Stern Daniach ist eine Botschaft für uns, für den heutigen Tag. Wir sollen heute etwas in Ordnung bringen. Dazu kommt die Sonnenenergie, was bedeutet Klärung, etwas in Licht zu bringen. Oder etwas in Ordnung zu bringen, das ist der Einfluss von diesem Fixstern. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Widder. Und unserem Planet Erde hat auch einen Einfluss von einem Stern. Und dieser Stern heißt Divda. Das kommt von Arabischen. Übersetzt heißt es der zweite Frosch. Dieser Einfluss, was gerade auf unserem Planet Erde wirkt, besagt Einflüsse von außen und jemand versucht uns etwas aufzwingen und wir sollen uns wehren oder versucht jemand uns etwas zu befehlen und diese Einflüsse, diese Veränderungen, wo wir in gewisser Maße ausgeliefert sind, diese Veränderungen sind nicht gut für uns. Und jetzt schauen wir mal an die einzelnen Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen Schütze. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen
befinden sich in einem inneren Gleichgewicht gerade. Sie spüren die innere Ruhe oder die Ausgewogenheit. Wie ich schon sagte, ein Einfluss von außen, von Yet Prior, das bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Und wichtige Entscheidungen, und da sollen die Schützengeborenen achtsam sein, weil das hat eine Bedeutung. Dann ist wichtig auch eine Klärung. Vergangenheit, Einflüsse von jemand, von Vergangenheit, kann zu Enttäuschungen führen. Und da ist noch Klärungsbedarf da. Also ist wichtig, gerade für die Schützengeborenen, nicht in die Vergangenheit festzuhalten, sondern hier und jetzt sein, Entscheidungen treffen, was die Zukunft betrifft, oder etwas planen, dann diese Begeisterung verspüren, kleinere Veränderungen oder Bewegung im vertrauten Umgebung, da liegt das Glück nämlich, und im inneren Gleichgewicht, in inneren Ruhe bleiben. Die Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen, ist die Stabilität spürbar. Die Steinbockgeborenen bringen etwas in Ordnung. Sie brauchen gerade auch Sicherheit und Stabilität, aber auch Rückzug. Und sie kümmern gerade im häuslichen Bereich. Entweder verschönern sie zu Hause etwas oder ziehen sie sich etwas zurück oder ein Umzug. Also es ist wichtig, die eigene vier Wände, weil da finden die Steinbockgeborenen gerade die Ruhe. In der Liebe haben sie Glück und eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Die Tierkreis zeichnen Wassermanngeborenen, sind von etwas begeistert. Eine Reise kann auch ein Vorteil sein bei den Wassermanngeborenen. Die Wassermanngeborenen sollen ihre Zeit richtig einteilen. Sie brauchen etwas Ruhe, Zurückgezogenheit, aber eine gewisse Bewegung oder etwas zum Unternehmen ist auch sehr gut für die Wassermanngeborenen. Das soll zu 50-50% ausgewogen sein. Wenn eine Nachricht kommt, da sind noch Unklarheiten da, kann auch bedeuten, dass die Wassermanngeborenen sollen die Gespräche suchen oder die Kontakt suchen mit jemandem, das in Ordnung zu bringen, etwas noch klären. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen, fühlen sich etwas eingeschränkt heute. Da passt genau diese Botschaft von der chinesischen Astrologie wie ein Mauer. Also da sind Hindernisse da, ein bisschen Geduld noch in die kommenden Tagen, ist das eine bessere Energie für die Fischengeborenen. Die Fischengeborenen sollen auch darauf achten, dass sie die innere Ruhe finden, die Ausgewogenheit, Pflicht, Arbeit in einer Seite, aber auch die Lebensfreude, Freizeit ist auch wichtig, weil das schenkt Lachen für die Fischengeborenen. Sie sollen auf die Gespräche achten. Entweder brauchen sie eine Klarheit, weil eine Information kommt oder eine Nachricht kommt, und es ist ein Klärungsbedarf da, kann auch bedeuten, dass die Fischengeborenen sollen mit jemand die Kontakt suchen, weil ein Gespräch, ein Nachricht hat eine Wichtigkeit, etwas muss hier in Ordnung zu bringen. Die Tierkreis zeichnen, Wiedergeborenen sind von etwas begeistert, es sind auch Veränderungen da. Die Wiedergeborenen stehen in einem Schnittpunkt in ihrem Leben, wie ein Knoten, Vertex bestrahlt nämlich Uranus und dieser Vertex ist die Andromeda-Nebel und das ist wie ein Treffpunkt, viele Sterne verbinden sie sich in wie ein Knoten und gerade das wird bei Veränderungen im Wiedergeborenen und es sind keine kleine Veränderungen, sondern schicksalhafte Veränderungen, wo in diesem Prozess die Wiedergeborenen gerade befinden. Es sind noch Hindernisse da. Das sollte man noch überprüfen. Die Gespräche sind noch undeutlich, unklar. Da ist auch ein Klärungsbedarf.
Aber es ist wichtig, in allen Ebenen zu erkennen, dass hier Veränderungen gibt und Neuanfang gibt. Und diese Möglichkeiten, diese Chancen sollen die Wiedergeborenen mutig bewältigen. Und heute können sie etwas starten. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben das Gefühl, sie sind unsicher oder zweifeln an etwas. Ansonsten ist alles stabil. Die Stiergeborenen befinden sich in einer Wandlung. Die Einflüsse von außen sind sehr gut. Sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie können mit einer guten Nachricht rechnen. Es sind Möglichkeiten, Chancen da, aber die Stiergeborenen zweifeln daran und diese Zweifel oder sogar Ängste soll man überwinden. Und gerade in dieser Wandlung befinden sich in emotionalen Ebenen die Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sollen auf ihren Gefühlen achten. Sie brauchen die inneren Gleichgewicht, auch die Ruhe, weil da liegt auch die Kraft. Und das sollen sie, die Zwillingsgeborenen, darauf achten. Wenn sie das nicht berücksichtigen, dann wird es stressig sein und erleben die Zwillingsgeborenen Nervosität und bringt das alles aus dem Gleichgewicht. Die Gespräche sind entweder Missverständnisse da oder eine unangenehme Nachricht, kann auch bedeuten, dass eine Nachricht warten und es kommt noch nicht und das verunsichert gerade die Zwillingsgeborenen. Eine unangenehme Nachricht kann nicht nur bei den Zwillingsgeborenen sein, sondern auch bei Schützengeborenen, das habe ich vergessen zu sagen. Eine Reise ist wichtig bei den Zwillingsgeborenen, die Bewegung, aber die Kraft richtig einsetzen, weil wenn das zu Stress kommt oder zu viel ist, das bringt alles aus dem Gleichgewicht. Diese Reise kann auch die innere Reise sein und das würde ich empfehlen, auch mal meditieren. Das würde die Zwillingsgeborenen gerade sehr helfen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein beruflicher Aufstieg, sie bekommen Anerkennung, sie haben beruflichen Erfolg. Gerade die Gefühle sollen sie achten, weil sie zweifeln daran. Und diese Zweifel sollen die Krebsgeborenen überwinden. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen begeistert etwas, kommen Neuigkeiten oder neue Eindrücke oder unerwartete Ereignisse. Es sind Möglichkeiten da. Besonders im beruflichen Ebene und diese Möglichkeiten sollen die Löwengeborenen auch erkennen und mutig zu sein und etwas Neues starten. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist ein Gespräch wichtig, aber das kann heute unangenehm sein. Und hier haben die Jungfrau Geborenen eine Botschaft, etwas klären oder sich zu beweisen, ihre Meinung sagen. Und dazu brauchen die Jungfrau Geborenen natürlich auch Mut gerade oder Kraft zu zeigen, also über ihren Grenzen zu gehen und sich zu beweisen. Das ist sehr wichtig. Ansonsten sind Möglichkeiten da und auch Aufstieg gerade. Es bewegt sich viel auch im Liebepartnerschaft, aber dieser Aufstieg ist im beruflichen Ebene und da sind die Chancen bei den Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben auch Chancen und sogar Glück und dieses Glück sollen sie wahrnehmen, etwas in Ordnung zu bringen, Handlungen. Und das, was die begeistert, diese Begeisterung ist auch spürbar, mutig annehmen und aktiv zu sein. Und die Wagengeborenen bekommen gerade Lob und Anerkennung. Die Wagengeborenen strahlen etwas aus und sie sind wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben die Glück in vertrauter Umgebung. Und da können sie verändern etwas in ihrem Leben. Das sind kleinere Veränderungen, aber da kommt Unterstützung von außen. Ein gewisser Stress oder Nervosität ist spürbar, aber das trifft nicht
die Skorpion geborenen, sondern sie nehmen wahr in ihren Umgebung. Das kann in Familie sein oder im Arbeitsplatz oder im Nachbarschaft. Und da können die Skorpionen Einfluss drauf nehmen, die Situation zu beruhigen. Sie können um die Finanzen kümmern und sie haben auch Glück in die Finanzen, finanziellen Bereich. Aber achtsam sein mit Verträgen, weil da sind noch Hindernisse da und sollte man die Verträge gerade noch überprüfen. Und eine kleine Reise kann auch Glück bringen bei den Skorpiongeborenen. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unser Leben, beeinflusst unseren Alltag. Diese tägliche kosmische Energie ist einzigartig und das wiederholt sich in dieser Form nie wieder, weil jeder Moment ist einzigartig, so wie jeder Mensch ist einzigartig und jeder Horoskop, jeder Geburtshoroskop ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Natürlich diese kosmische Energie, was ich beschrieben habe, das beeinflusst und das ist immer noch sehr allgemein beschrieben. Ich kann aber gerne auch maßgeschnitten das anfertigen. Das bedeutet, wenn jemand einen Termin hat oder möchte wissen, wie verläuft ein bestimmter Tag. Das kann auch in der Vergangenheit sein. Das kann ich sogar auf jede Stunde genau beschreiben. Und das ist dann was Individuelles. Dabei kann ich Ihnen helfen, auch die Hindernisse erkennen, auch mit meinen 4-Schritten-Methode, auch diese Hindernisse überwinden. Da gibt es immer eine Lösung. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.